Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Einen schönen Start ins Wochenende wünsche ich euch. Und ja, bevor wir die erste Pleite erleben, schon mal vielen Dank an den Matthias. Der hat nämlich gerade festgestellt, in dem Drescher sind noch 7 Liter Raps drin. Ja, deswegen würden wir dann natürlich mit der nächsten Ernte nicht loslegen können. Also müssen wir natürlich gucken. Genau, den können wir trotzdem hier schon mal starten. Dass wir aber zumindest die 7 Liter noch rausbekommen. Das bedeutet, wir müssen hier mal umswitchen, denn, nee, müssen wir nicht, okay. Habe ich ja hier stehen. So, vor dem Vorwärmen warten. So, dann fahren wir hier gerade runter, nehmen die 7 Liter noch mit. Hat ja schon recht, der Matthias, ist nicht viel, aber ist natürlich dann schon ein Problem, weil, ja, dann startet er halt hier nicht mit der Ernte. Deswegen kamen wir hier gerade mal kurz drunter. So, dann, einmal dahinter, einmal darüber, einmal davor, einmal da rein. So, weil das Rohr tankt nicht, oder klappt natürlich nur dann aus. Das war der falsche Trottel. Mann, will auf die Seite, will auf den hier einsteigen. So, klappt natürlich nur dann aus, wenn der Kollege hier auch besetzt ist. So, gut, damit sind die 7 Liter erledigt. Jetzt können wir mit dem Helfer starten. Der dürfte jetzt hier ohne Schwierigkeiten diese Ernte starten. Jawohl, das passt. Und, gerade mal gucken, genau, ja, Strohhäcksler ist eingeschaltet, dass wir keine Wartablage haben. So, und wir haben jetzt hier noch ein bisschen Raps übrig. Da gucken wir jetzt mal gerade, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Geld. Raps haben wir alles weg, so 1750 in der Bäckerei. Ansonsten, ja, sieht's nicht ganz so Bomber aus. Also Bäckerei 1057. Gucken wir mal gerade, wo haben wir denn in der Bäckerei? Muss ich mich selbst gerade orientieren, wieder ganz im Norden, da können wir eigentlich mal schnell hinfahren noch. Halt, falsche Taste, so rum. So, und in der Zeit kann ich natürlich auch noch auf andere Kommentare eingehen. Poseidon hat zum Beispiel geschrieben, ja, es gibt ein neues Update, nicht aber ein Patch. Da sind wohl einige Bugs behoben worden, weil, ja, das Befüllen von Trögen ging wohl mit dem Rad leider nicht so richtig. Das ging wohl nur dann entsprechend bei den Kühen mit der Futtermischmaschine und KKG. Und das ist behoben worden. Viele andere Sachen sind auch noch in Ordnung gebracht worden. Da vielen Dank. Diesen Patch haben wir auch, oder dieses Update oder wie auch immer, haben wir auch jetzt schon ja, installiert hier. Das ist also auch schon auf dem Rechner drauf. Von dem Punkt, ja klasse, dass ihr da auch immer ein Äuglein drauf habt. Ne? Dann haben wir natürlich auch hier immer die neueste Version. So. Und nicht, dass das genug wäre. Wir haben noch einen Kommentar hier. Ja, bis der kommt, sind wir weg. Nämlich, jetzt muss ich gerade überlegen, Simon hat noch was geschrieben. Simon Wolf, ne? Simon sagt, ja, eigentlich eine ganz vernünftige Idee. Wir sollten doch mal langsam gucken, dass wir eventuell schauen und hier die Sämaschine mal vergrößern. Weil das Ganze wird dann doch ein bisschen aufwendig. Und finde die Idee gar nicht schlecht und habe mir auch schon zurückgeschrieben, ich denke da eventuell an die Väterstedt, 6 Meter Arbeitsbreite, Grubert und Seet in einem, wäre, denke ich mal, eine ganz coole Sache. So, und ich glaube, hier müssen wir jetzt links rum, mal gerade gucken. Ja, Blinker funktionieren auch hier, das ist schön. So, und dann hier links rein. Sieht schon ein bisschen strange aus mit den ganzen Rohren hier. Ich würde gerne mal wissen, für was die Rohre sind. Eine Stromversorgung kann ich mir nicht vorstellen. Diese Rohre hier, das sieht doch ein bisschen komisch aus, ne? Was sind das für Rohre? Die gehen da an alle möglichen Häuser. Ist das Fernwärme? Dann aber schlecht isoliert? Keine Ahnung. Wer das weiß, kann es hier mal reinschreiben. Ich kann jetzt damit nichts anfangen. So, und ich fahre jetzt gerade hier den totalen Schrott zusammen. Ich wollte eigentlich wohl ganz anders hin. So, jetzt haben wir den Salat. Jetzt muss ich wieder raus. Mama. Eieieiei. Und jetzt ist das auch noch so eng, dass wir hier nicht gescheit drehen können. Das heißt, wir werden hier dann mal geschmeidig komplett rückwärts rausfahren, weil ich bin einfach zu früh reingefahren. Mann, Mann, Mann. Muss ja noch ein Stück weiter. So. Vorsicht, Verkehrsschild. So, nicht Verkehrsschild umhauen. So, ich hätte nämlich die nächste Einfahrt reingemusst, beziehungsweise die übernächste. Das war jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. So. Okay, Weizenernte läuft ganz gut bisher. 61,8%. Mal gucken, ich hoffe, der dreht jetzt nur. Dass wir dann da gleich weitermachen können. Nicht, dass der jetzt irgendwo da hängt. Das wäre natürlich ganz toll. So, mal schauen. So, jetzt fahren wir aber erstmal hier drauf, weil der bleibt ziemlich lang bei 61,8. Irgendwas ist da schon wieder faul.
So, also das hier kippen wir mal schnell ab. In der Zeit gucken wir mal gerade, was hier unser Freund macht. Nö. Ah, der hing wohl irgendwie. Oder echt nur hinten gedreht. Bin ich jetzt ein wenig übergefragt. Okay. Nun gut. So, Feld 20, die Ernte läuft. Ernte sei schon, die Einsaat läuft. Da können wir jetzt nur gerade mal gucken, ob wir eventuell hier vielleicht schon mit dem Düngen starten. Das ist ja auch eine kleine Düngestreuer. Ja, kommt. Wir starten den einfach mal. Würde ich mal sagen. Dann kann das hier nämlich auch schon mal loslegen. So, einmal hier den Helfer rein. So, und jetzt gehen wir natürlich wieder zurück zur Bäckerei, denn wir müssen natürlich auch schauen, dass wir hier wieder entsprechend gleich den, ja, Akros abtanken. So, jetzt bei 82%. Diesmal aber nach Möglichkeit nicht wieder irgendwo falsch rumfahren. Ich nehme jetzt mal den Weg hier runter, weil das ist ja der für uns schon bekannte Weg. Also ich bin da eigentlich außenrum ein bisschen umständlich gefahren. So, hier langsam machen, weil böse Bodenwelle. Was mich jetzt nur wundert, wir haben ja den Schadensmod schon im Prinzip im LS15 drin, aber hier wird er jetzt gar nicht angezeigt, beziehungsweise mit übernommen. Finde ich ein bisschen schade. Ich kann es zwar nochmal probieren, aber nö. Steuerung N, was normal die Anzeige da startet, nö, da tut sich nichts. Also von dem Punkt, ja, auch da vielleicht nochmal eine kurze Info, ob man den für LS15 Gold, ob es da eine neue Version oder eine eigene Version gibt. Denn in den anderen haben wir ja. Ach nee, Quatsch, ich bin ja ein Esel. Den Schadensmod haben wir ja noch gar nicht. Ha, kann ich mir aber gleich mal auf die Liste schreiben, ne? Schadensmodell wäre doch auch mal hier was für ein LS15. Ja, logisch, den haben wir ja nur in Hagenstedt, im 13er. Ja, also Schadensmod schreibe ich mir gleich mal mit auf. Wir haben ja sowieso einige Mods, die jetzt demnächst kommen. Ich werde auch, ja, ab Beginn der nächsten Woche dann mit anfangen, hier die ersten Mods mal aufzunehmen. Privaten Spielstand habe ich dementsprechend auch schon vorbereitet. Ist ja nichts Großes eigentlich, man braucht ja nur ein bisschen Geld und ein, zwei Geräte und dann kann man das Ganze ja im Prinzip schon präsentieren. Ich will da auch nicht irgendeinen Spielstand machen, wie ich das bei anderen schon gesehen habe. Die haben dann so 8 bis 10 Millionen da drauf, um alles Mögliche vorzustellen. Nö, ich mache das auf einem normalen Spielstand. Selbst der wird dann sozusagen mitentwickeln sich durch die ganzen Fortschritte, weil irgendwo muss ich auch das Geld zusammenkriegen. Dann habe ich auch die Chance, privat mal noch ein bisschen zu zocken. Und ja, wurde ich sowieso schon gefragt, ne, ob ich auch privat spiele. Ja, generell schon. Im Moment natürlich hier durch den ganzen Hausumbau jetzt eher weniger. Morgen kommen, nee, heute. Ich nehme jetzt heute schon für morgen auf sozusagen. Also ich nehme jetzt Freitag auf, weil ja, am Samstag, wo ihr denn die Folge seht, sind dann ja sozusagen die Schwiegereltern in Spe da. Und die helfen uns dann, die Küchenarbeitsplatten noch zu montieren, noch einen Heizkörper zu montieren. Ich muss noch ein bisschen verrohren. Dann haben wir noch hier und da einen Hängeschrank und ein paar Kleinigkeiten. Da geht's also richtig rund. Deswegen nehme ich die Folge nämlich schon mal einen Tag früher auf. So, das schaut gut soweit aus hier. Das hier, ja. Sieht auch soweit gut aus. Der hier. Oh, der mit dem Düngen ist schon weiter. Oh, da sind die sich ja mal nicht in die Quere gekommen. Das finde ich ja mal cool. So, und wo wir gerade das Thema hatten, Sämaschine, ne? Gucken wir uns das jetzt nochmal an. Also Simon hat ja gesagt, wir sollen da eventuell was Neues holen. Hier was Direktes gibt es nicht so wirklich, was da, sagen wir, auch so zum, ja, Umgebungstypischen passt. Also ich wäre ja, wie gesagt, dafür die Horsch, nicht, sondern die, na, wo ist sie denn? Die Federstedt. Rapid 6, die würde ich eigentlich ganz gerne nehmen, weil die ist sowieso nicht geeignet. Die macht nur Zuckerrüben und Mais. Die nächste wäre die Bronto mit 9 Metern, aber die kostet gleich 90.000. Von daher denke ich mal, die Rapid A600S wäre eine ganz gute Möglichkeit. Dann könnten wir mit der eventuell hier das Einsehen doch ein bisschen zügiger machen. Zumal wir jetzt schon drei Felder haben. Und wenn wir dann das 19er Feld auch noch kaufen, ja, dann wird es, wie Simon gesagt hat, doch schon ein bisschen Aufwand. Und von dem Punkt glaube ich gar nicht so schlecht. So. Ja, apropos Geld, mal gucken, wie es da aussieht. Da sind wir ja noch richtig dicke mit drin. Da zahlen wir aber schon mal die nächsten 10.000 zurück. Denn dafür brauchen wir dann auch zum Beispiel keine Zinsen mehr bezahlen. So, der hier wird bald. Also heute wird der hier vielleicht noch fertig. Die Sämaschine. Der Düngestreuer ist jetzt gleich schon fertig. Das ist gut.
Hat natürlich auch einen Vorteil, wenn wir den hier mal vergrößern, weil ihr seht schon, ein kleines Feld und das Ding ist im Prinzip schon fast leer. Ist nicht ganz so optimal. Von dem Punkt sollten wir mal schauen, dass er vielleicht auch da vielleicht ein Amazone oder größeren Quernland, können wir mal gucken, was es da so gibt. Aber da brauchen wir auf alle Fälle auch was Größeres. Denn wenn wir dann in größere Felder gehen, habe ich ehrlich gesagt doch keine große Lust, dann zwei- oder dreimal nachzufüllen, das Ganze. Ne? So, dann fahren wir hier mal feuchtfröhlich über den Feldweg. Eher in Richtung unseres Hofes. Dann können wir das Ding auch gleich wieder auffüllen. So, einmal Rechtsschwenk, wie es so schön heißt. So, können wir auch gleich gucken, wie es hier aussieht. Feld 19, Ernte läuft, ja. Sieht auch gut aus. Ich denke mal, da werden wir in der nächsten Folge definitiv fertig werden mit der Ernte. Das müssten wir eigentlich locker schaffen. So. Und ja, da hätten wir, wie gesagt, also die Federstedt als Seekombi. Hätten wir natürlich auch den Gruber gespart. Beziehungsweise Gruber haben wir ja schon gar keinen mehr im Einsatz. Hä? Den haben wir. Was haben wir hier eigentlich noch? Gruber. Genau. Gruber. Den haben wir ja aufbehalten. Genau. Den haben wir ja gesagt, behalten wir, falls wir dann andere Fruchtsorten machen, glaube ich. Oder? Nicht, doch, ja. War eben ganz kurz abgelenkt, sorry. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier drüben war entsprechend zum Befüllen des Düngers, weil da ist ja hier alles ein bisschen anders aufgebaut, ne? Also nicht wundern, Leute, dass da nicht mehr so wie früher dann dieser blaue, ja, Düngerbehälter steht, ne? Wo man einfach nur ranfährt, sondern das ist hier halt in Sosnowka alles ein wenig anders. So, da hinten haben wir unseren Unterstand. Das nutzen wir auch gleich, ne? Nicht wie in den anderen Let's Plays. Dann fangen wir hier gleich richtig an und stellen auch die Geräte wieder in den Unterstand rein. Denn, ja, ansonsten ist es unsinnig. Dafür haben wir die Unterstände. So, mit dem gucken wir jetzt gleich nochmal, was unser Rostelmarsch macht, der Akros. Der ist gerade hinten am Drehen. Das ist eigentlich perfekt. Dann können wir den nämlich während der Fahrt abtanken. So, le. Ist ja schon mal gut, dass wir hier zumindest den etwas größeren Mähdrescher haben. Weil mit dem geht es ja dann doch schon mal deutlich besser. So. Ich überlege da, ne? Erinnert euch mal so an die LS2013er Let's Plays, die allerersten. Da haben wir noch mit einem Deutz Fahr M66 angefangen. Werde ich nie vergessen. War hochinteressant das Ganze. Allerdings hatte der nur 1500 Liter Korntank. Das war natürlich allerübelst. Denn ja, hier wäre der dann im Prinzip nach einer Runde fertig gewesen. So, der ist voll. Dann bringen wir das hier mal ins Silo, würde ich sagen. Denn da möchte ich ganz gern warten, wenn wir es verkaufen, bis die Ernte komplett durch ist. Wir haben 10.58 Uhr. Das lohnt jetzt nicht mehr. Und dann können wir das hier eigentlich dann eher mal ins Silo bunkern. Dann können wir gucken, wo ein guter Preis ist. Damit können wir natürlich wieder wichtiges Geld verdienen. So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Da war das Befüllen. Wo war denn die Abgabestelle hier für Silo? Gott, oh Gott, oh Gott. Also hier muss man sich erstmal wieder reinfinden. Ah, da sieht es doch gut aus. Ho, hinten auf der Rückseite. Ja, ist alles komplett anders. Also, ja, kein Vergleich zu den bisherigen Ortschaften und Städten, die wir hatten. Aber ich finde das ganz schön, auch wenn ich es am Anfang so ein bisschen in Dreck gezogen habe oder durch den Kakao. Aber muss sagen, hat schon ein bisschen was, so der alte Charme. Und dann so mit Hightech-Geräten in diesen doch ja, zeitgemäßen Gebäuden, das ist schon mal eine coole Sache. So, und damit haben wir das erste auch wieder gebunkert. Das bedeutet, ja, wenn die Ernte durch ist, schauen wir da mal, wo wir eventuell was für den Weizen gut einkassieren können. So, da müssen wir dann auch noch ran an das Feld, ne? Da wollten wir ja aber entsprechend gucken, dass wir da ein bisschen den Feldversatz haben, weil wir machen jetzt Feld 20. Dann warten wir eine Wachstumsstufe ab, dann würde ich sagen, gehen wir ans Feld 14 hier links und danach gehen wir ans Feld 19 wieder. So. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder in Richtung unseres Mähdreschers und machen dann langsam Feierabend, denn unsere Zeit ist leider auch schon wieder um. Ja, und in diesem Sinne geht es nämlich dann nächste Woche weiter, weil dann werden wir schauen. Ich denke, Einsaat unten, Feld 20 ist durch, da gucken wir gleich aber nochmal. Ich will nur vorher den Kollegen auch noch sagen, dass er jetzt nach Hause gehen kann, Kaffee trinken. So, hast gut gearbeitet, vielen Dank, mein Freund. So, einmal Zündung aus. Und ja, der Kollege ist immer noch zugange. Ja klar, kleine Seemaschine, ne? Wird aber jetzt in der nächsten Folge de facto fertig. Man sieht es schon,
Denn ja, das sind noch zwei Bahnen, alles klar. Dann können wir die Zeit ein bisschen vordrehen. Dann, wie gesagt, machen wir 14 oder 19, warten wieder eine Wachstumsstufe und dann gehen wir ans dritte Feld. Somit können wir nämlich das Ganze ein bisschen strecken. Beziehungsweise verteilen, dann haben wir nicht so viel auf einmal. Ne? Ansonsten ist es blöd. Drei Felder auf einmal und dann zwei Tage warten, das ist auch beschissen. So, in diesem Sinn sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. War eine coole Folge, haben ein bisschen was erledigt, sind ganz gut vorangekommen, haben auch ein bisschen Schulden abbezahlt wieder. Und in diesem Sinn, bis nächste Woche. Servus und tschüss.